Kennst du das? Jemand beschuldigt dich zu Unrecht oder blamiert dich vor anderen? Daraufhin kochst du vor Wut und möchtest der Person am liebsten sofort sagen, wie lächerlich ihr Verhalten ist oder sogar Schlimmeres. Doch das ist gerade nicht möglich, weil zu viele Menschen um euch herum sind oder weil die andere Person über dir steht. Um in solchen Situationen nicht die Fassung zu verlieren, ist es wichtig, Kontrolle über die eigenen Emotionen zu haben. Wie du diese Kontrolle erlangst, zeige ich dir in diesem Video. Tipp Nummer 1. Akzeptiere das Gefühl. Das ist wahrscheinlich der Tipp, der am häufigsten in unseren Videos vorkommt. Trotzdem auch hier nochmal, egal wie du dich fühlst, akzeptiere dieses Gefühl und versuche nicht, es zu unterdrücken. Das heißt allerdings nicht, dass du jetzt anfangen musst, die andere Person anzuschreien. Es heißt lediglich, dass du diese Wut spürst und akzeptierst, dass sie da ist. Mache dir dann bewusst, dass du die Macht über deine Gefühle hast und dich nicht von ihnen kontrollieren lassen musst. Dabei kann es oft hilfreich sein, sich zu fragen, was bringt mir dieses negative Gefühl überhaupt? Die Antwort darauf lautet nämlich nichts. Du hast nichts davon, wenn dein Körper Stresshormone ausschüttet, deine Hände vor Wut zittern oder dein Kopf rot anläuft. Also, selbst wenn die andere Person im Unrecht ist, tue dir selbst den Gefallen und steigere dich nicht zu sehr in die Situation hinein. Tipp Nummer 2. Jedes Verhalten hat einen Grund. Wie sich Menschen verhalten, basiert auf den Erfahrungen, die sie in der Vergangenheit gemacht haben und den Menschen, von denen sie in der Vergangenheit gelernt haben. Wenn du zum Beispiel immer wütend wirst, wenn jemand unpünktlich zu einem Treffen kommt, dann liegt das daran, dass deine Mutter, dein Vater oder andere Personen, mit denen du viel Zeit verbracht hast, auch immer wütend wurden, wenn jemand unpünktlich war. Genauso gut kann es aber auch sein, dass du sehr besorgte Eltern hattest, die immer sofort dachten, dass etwas Schlimmes passiert, wenn jemand nicht rechtzeitig zu einem Treffen erschienen ist. Wenn das bei dir der Fall war, dann wärst du auch immer besorgt, wenn jemand unpünktlich ist. Was ich dir damit sagen will, ist, dass jeder Mensch sich immer so verhält, wie er es gelernt hat. Wenn dich jemand zu Unrecht beschuldigt, dann tut er das nicht, weil er dir etwas Böses will, sondern weil er glaubt, dass sein Verhalten richtig ist, weil er es genau so gelernt hat. Versuche dir das nächste Mal, wenn dich jemand wütend macht, bewusst zu machen, dass die Person gar keine Wahl hat, sich anders zu verhalten, denn sie hat es so gelernt. Tipp Nummer 3. Meditation. Du kannst lernen, mit deinen Gefühlen besser umzugehen und einer der besten Wege dafür ist die Meditation. Denn wenn du dich hinsetzt, deine Augen schließt und alle Ablenkungen entfernst, kommen all die Gefühle hoch, die du die ganze Zeit verdrängt hast. Und eben weil du in diesem Moment keine Möglichkeit hast, dich abzulenken, musst du dich mit den Emotionen beschäftigen. Das ist auch einer der Gründe dafür, warum du am Anfang nur wenige Minuten oder sogar nur Sekunden meditieren kannst. Du setzt dich das erste Mal mit deinen Gefühlen auseinander und wirst davon überrumpelt. Du hast keine Möglichkeit, ihnen zu entkommen, weißt aber auch nicht, wie du mit ihnen umgehen sollst. Also brichst du die Meditation nach ein paar Sekunden wieder ab. Doch wie bei jeder anderen Sache wird man von Zeit zu Zeit immer besser und findet Wege, um mit den eigenen Gefühlen umzugehen. Wenn du also lernen möchtest, nicht sofort vor Wut zu kochen, wenn dich jemand unfair behandelt, einen Fehler macht oder Schlimmeres, dann musst du lernen, mit deinen Gefühlen umzugehen und eines der besten Werkzeuge dafür ist die Meditation. Tipp Nummer 4. Was genau macht dich wütend? Frage dich das nächste Mal, wenn du wütend wirst, was der Grund dafür ist. Und damit meine ich nicht die oberflächliche und offensichtliche Antwort, sondern den tieferen Grund, der dahinter steckt. Wenn zum Beispiel dein Chef zu dir kommt, zu Unrecht behauptet, dass du deine Arbeit nicht richtig machst und du deshalb wütend wirst, dann scheint der Grund für deine Wut offensichtlich zu sein. Du wirst für etwas beschuldigt, das nicht wahr ist. Aber was steht dahinter? Warum stört es dich, wenn dir jemand zu Unrecht Vorwürfe macht? Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ist das wahre Problem, dass du dein Selbstbild auf der Meinung anderer aufbaust. Dein Selbstbild könnte zum Beispiel lauten: Ich bin ein cooler Typ oder ein nettes Mädchen und ich verdiene es, mit Respekt und Anerkennung behandelt zu werden. Sobald dann jemand dieses Selbstbild in Frage stellst, wirst du wütend. Denn wenn dein Chef dich runtermacht,
und das vielleicht auch noch deine Kollegen mitbekommen, dann sieht jeder, wie du respektlos behandelt wirst und alles andere als Anerkennung bekommst. Dein Ego will aber nicht zulassen, dass dieses Selbstbild zerstört wird und versucht deshalb, durch Aggression sich zu verteidigen. Ein Mensch, der sein Selbstbild nicht durch die Meinung anderer beeinflussen lässt, würde bei den Vorwürfen seines Chefs nur lächeln, weil er genau weiß, dass sie falsch sind und dass sein Chef sich gerade selbst vor allen blamiert. Tipp Nummer 5. Sei dankbar. Wie bei dem eben genannten Beispiel zeigen dir deine negativen Emotionen, in diesem Fall die Wut, wo deine Fehler liegen und wo du noch Verbesserungspotenzial hast. Auch wenn das am Anfang etwas ungewohnt klingen mag, sei dankbar dafür, dass die Menschen, die dich zur Weißglut bringen, dir aufzeigen, wo deine Fehler und Schwachstellen liegen. Nimm solche Situationen an und als Anlass dafür, zu wachsen und deiner besten Version ein Stück näher zu kommen. Das war's von mir und 5 Tipps, wie du Emotionen kontrollieren kannst. Das Ganze war eine Zuschauerfrage und deswegen nochmal danke dafür, dass du diese Frage gestellt hast. Ich hoffe, dadurch konnten viele etwas mitnehmen. Wenn ihr auch Zuschauerfragen habt, schreibt die doch bitte in die Kommentare und wir machen ein Video dazu. In diesem Sinne, vergesst das Abonnieren nicht, damit jeder mitbekommt, wie man Emotionen kontrolliert. Dein Dennis.